If I wish to speak to Cairns without alarming him, I had better dress as a sailor. Jo, willkommen zurück zu Sherlock Holmes Crimes and Punishment. Wir sollen jetzt... Wie heißt der Typ nochmal? Ich habe den gerade gelesen. Also wir sollen auf jeden Fall uns als Seemann verkleiden, damit wir mit diesem Seemann reden können, der mit einer Harpune umgehen kann. Das heißt, wir ziehen uns jetzt mal um und machen uns wunderschön. Und zwar brauchen wir nicht den Morgenmantel, den Seemann. Okay, und gehen wir kurz zum Schminktisch und machen uns... Oh! Ich kann mich anziehen, wie ich will. Das sieht doch richtig nice aus. Oder diese Mütze einfach. Brille. Ich habe auch eine Brille. Ich darf mich verkleiden, wie ich will. Geil. Also, wie sieht denn ein guter Seemann aus? Nee, so nicht. Oh, komm, machen wir uns so. Wir sind ein wunderschöner Seemann. Now I can approach Cairns and see if he recognizes the pouch. Ich finde uns eigentlich ziemlich schick. Ich weiß nicht mehr, ob der Hut dazugehört, aber wir haben auf jeden Fall einen Hut bei Hut. Muss dabei sein und eine Brille sieht auch wunderschön aus. Also, ich drücke schon wieder L2. Ich meine R2. Auf geht's zu Kneipe Sea Witch. Ach, wartet. Verkleiden Sie sich als Seemann und finden Sie... Ich habe auch nicht zugehört, wie der Typ heißt. Oder eher, wie Sherlock ihn ausspricht. Das muss ich mir nochmal genau anhören. Oh, ich bin echt begeistert. Er sieht auf einmal total anders und schlauer aus. Er liest jetzt sogar... Ach nee, das Buch liest er immer, ne? Egal. Okay, vielleicht hätten wir die Brille nicht gebraucht. Und auch einen anderen Bart. Aber ich finde uns ziemlich cool. Yo, ich will... Ach so, ich dachte, die machen so ein Arm-Battle, weißt du? Da würde ich gerne mitmachen, weil ich will beweisen, was für ein krasser Seemann ich bin. Hallöchen. Das machst du wunderschön, wunderschön. Oh, er erinnert mich an Skyrim. Jeder kennt Skyrim. Und in dem ersten Dorf gibt es so einen Musiker, wie man die heißen, und der hieß Sven. Und Sven konnte man mitnehmen, so wie Lydia. Und ich bin die ganze Zeit mit Sven rumgelaufen. Und ich habe dazu auch ein Display gemacht, aber das würde ich nicht anschauen, weil es schon sehr alt ist. Und da war ich jung, vielleicht 17 oder so. Und nee, ich empfehle das nicht. Es ist echt einfach nur behindert. Hallo. Oh, ja, ich wollte euch eigentlich nicht so nahe kommen, aber, ne? Ich mache jetzt keinen blöden Witz. Hi. Mit wem soll ich jetzt eigentlich reden? Mit dem? Patrick. Patrick, ja, Patrick gleich. Ich finde hier eigentlich gerade... Okay. Schnüffelt er an dem Fisch? Patrick, ich glaube, du bist am meisten hier. Und du hast auch einen Hut, eine Mütze. Hi. Und ein Tattoo. Oh. Patrick. Hello there. Are you Cairns? What do you want? We've heard all about the gambling and arm wrestling here. You seem like the likely sort, and I'm up for it. I start at 10 shillings. Suits me. Betrachten Sie den Gesichtsausdruck von Patrick Cairns. Um seine Aktion zu erkennen, attackieren, verteidigen, warten und reagieren Sie entsprechend darauf. Achten Sie auf Ihre Ausdauer. Okay. Verteidigen. Jetzt drücken. Okay, halten. Jetzt. Jetzt. Okay, na, okay, okay, ich halte. Ich halte. Ich halte. Jetzt. 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 Okay. Moment, halten. Wir halten. Wir halten. Und jetzt. Okay, nein. Okay, wartet mal. Jetzt. Okay, nein. Wir halten. Und jetzt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, wie ich das machen soll. Wir halten. Wir halten immer noch. Jetzt. Komm schon. Ja. Ja. Jetzt. Hä? Was? Jetzt. Okay, halten. Nee. Ich bin verwirrt. Was mit der Kamera verwirrt mich voll. Okay, halten. Wir machen mal kurz unsere...
Ausdauer ein bisschen voll. Jetzt. Halten. Okay, wir halten wieder. Jetzt. Okay, warte. Ich bin so ein bisschen überfordert gerade. Jetzt. Jetzt. Halten. Jetzt. Ah, ich verstehe es nicht. Er macht uns auf jeden Fall nicht fertig. Muss er irgendwas wieder auffüllen? Nein. Nein. Halten. Nein. Oh nein, 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 nein. Hör auf. Und drücken. Müsst du rüber? Ja, okay. Halten. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig mache. Wir sind auf jeden Fall ein harter Kerl, wir kriegen das hin. Scheiße. Jetzt drüber. Halten. Nee, jetzt rüber. Okay, ich bin... Jetzt rüber. Okay. Wir kriegen das auf jeden Fall noch hin. Jetzt. Halten. Ah, jetzt verstehe ich's. Wenn er so guckt, kann ich's machen. Und so nicht. Ach so, halten. Jetzt kann ich. Jetzt doch. Jetzt. Ja. Gewonnen. Krasser Typ. Jetzt hast du uns. Scheiße. You were lucky. I wasn't focused. Let's go again. Ich will nicht nochmal. Ein Ohrring. Wunderschön. Ein goldener Ohrring. Er hat tolle... Was hat er da grün bei seinen Wimpern? Geil. Vorwärts. Oh, war da was? Er hat einen tollen Bart. Sonst nichts. Hat er da... Er hat auch Flecken. Oder... Da, Flecken. Billige Kleidung, habe ich sofort gesehen. Patrick. Und Armbehaarung, oh mein Gott. Und kräftige Arme. Oh ja, die hat er. Er trinkt Bier oder so. Oh, Fingernägel sehen nicht gut aus. Gelbe Fingernägel. Mmh. Aber irgendwas fehlt uns noch. Was fehlt uns nur? Da, Tattoo. Tattoo. Seemannstätowierung. Machen wir weiter? Nochmal? Okay. I'm ready to try again. Okay. Fine. If you want me to take all your money, no problem with that. Wir kriegen das hin. Okay. So episch. Oh, ich drücke gerade die ganze Zeit die falsche Taste. Oh. Okay. Oh. Er macht ja noch weiter, der Penner. Halten. Okay. Kriegen wir es hin? Okay. Jetzt. Jetzt. Ja, ich hab's raus. Bam, guck meine Brille an. Ich bin so krass. Hahaha. Krieg ich jetzt ganz viel Geld? Well, good for you, I reckon. You're stronger than you look. Here's your 10 shillings. Danke. I'd like to buy you a drink. Good winner as well. That's good. Let's have a drink. Da freut er sich über den Drink. Ja, geil. Bin doch den Mund treffen. Super, danke. You're a good type. Seems you've managed to settle down in life. You've got money, eh? Not all that much. Oh, well. At least you're not as poor as me.
Oh, hast du keine Arbeit? Oh, guck mal seine schönen blauen, grünen Augen an. Der Arme. Why do you say poor? You're not working? I'm a harpooner. But you see, the whalers are rare. They don't pay much. So as a result, find myself arm wrestling to pay for my drink. Das mache ich jetzt auch. Ich gehe irgendwo in eine Kneipe und mache so Armdrücken, damit die armen Leute da was bekommen, auf jeden Fall. A harpooner. Interesting. You've had a lot of adventures, I bet. Of course. It's been a dozen years since I've sailed. I've seen everything. Old Wallace, damn Black Peter, Great Roger. We sailed to the Cape of Good Hope. Ich meine natürlich, die werden natürlich nicht gewinnen. Also ich schaffe das schon. Ich bin sehr kräftig. Oh ja. Ich trainiere sehr viel und hart. Hm, ja. Black Peter, you say? I've heard rumors about that one. He was the worst of all. He was a liar, a violent too. Swinging those fists of his around. He was a tyrant and not much of a captain. At least, not as good as Great Roger. I see. Yes. I was told terrible tales about Black Peter. But you ain't heard the worst. Ich will das hören. Aber okay, einen weiteren Drink und ich werde nebenbei auch was trinken. Ich hoffe, ich bin nicht so laut. Tschüss. Tell me, and let's have another drink. It was in 1883 that it happened. The August of that year. Peter Carey was captain of the Sea Unicorn. And I was a spare harpooner. We were coming out of the ice pack on our way home. One evening, we saw a little craft that had been blown north. There was only one man on her. And he wasn't a sailor. The crew must have thought that she'd foundered, and they made for the Norwegian coast in a dinghy. I guess they all drowned. We took the man on board. Wer war er? And who was he? I don't know. During the crossing, he and the skipper enjoyed some long talks. His baggage was just a tin box. That's strange enough. Aye. Even stranger was that on the second night, he disappeared. Nobody knew what happened to him. And of course, nobody could ask Black Peter about it. Das war bestimmt Joshua. Das war doch Joshua, oder war John der Vater von Joshua? Also Joshua, also der Vater von denen, die wir das erste Mal verhört haben, da war das sicher mit der Blechkiste. Und deswegen hatte Peter auch die Blechkiste von ihm. Und vielleicht hat er ihn umgebracht. Keine Ahnung. Oder hat ihm ein Gespeck. Versteck. Speck. Genau. Hat ihm Speck geliefert. Nee, Versteck irgendwie gebietet. Oh Gott, reden. Hat ihm ein Versteck angeboten. So. Ein bisschen langsamer reden, dann klappt das auch. You know what happened, don't you? I do. I saw the skipper tie his heels and push him over the rail in the middle of my watch on that dark night. 2 days before we sighted the Shetland Lights. Black Peter's a murderer. Aye. Those that know him wouldn't be surprised to hear it. But all this must stay between us. All right? Of course. Okay. Das habe ich mir irgendwie schon leicht gedacht. Weil wenn da einfach so einer kommt mit einer Blechkiste und die sich lange unterhalten, dann so erzählen, was da drin ist. Und Peter ist eh ein Arsch gewesen. Der arme Typ, der tut mir echt leid. Back in a second. I'm off to the Kazi. I'll be here with my drink. Okay, was? Oh, Patrick Cairns. Patrick Cairns ist ein erfahrener Harpunier, der im Moment keine Arbeit und auch kein Geld hat. Meistens kann man ihn in der Kneipe Sea Witch vorfinden. Einem Etablissement vornehmlich für Seemänner, die um Geld Armdrücken machen. Wie so viele andere Matrosen ist auch Cairns ein starker Raucher, was man an seinen gelben Fingern erkennen kann. Oh, das kann man an den Fingernägeln erkennen? Das wusste ich gar nicht. Hm. Okay. Platzieren Sie den Tabakbeutel in Cairns Tasche und finden Sie heraus, ob der Beutel ihm gehört. Oh, Beweise. Vertuschter Mord. Peter Cabby wollte den Mord an John Nellingens Vater vertuschen. Okay. Uff.
Oh mein Gott, ich hab's getan. Here it is. Oh, das ist anstrengend. Und wie soll er das bitte so geheim gemacht haben? Ich komm, warte, wo ist die Toilette? Ich muss ja kurz auf die Toilette gehen. Ne? Anscheinend muss ich das doch nicht. Okay. Ich bin wieder da. Keine Ahnung. Ja, ne, bin wieder da, hab die Toilette nicht gefunden, aber hey, da ist Tabak, gehört das dir? Have you got any tobacco? I've run out of mine. Nah, I lost my pouch. I don't know where. Wait a minute. What's this? Oh, is this your tobacco pouch? Well, oh, it is. Aha. Es ist doch. Stellt euch mal vor, ihr seid Patrick, ne? Ihr wisst, euer Tabakbeutel ist verschwunden. Ihr hattet ihn auf jeden Fall nicht eingepackt, schon länger nicht mehr. Dann sitzt ihr da einfach so und dann geht jemand ganz auffällig an euch vorbei. Jemand Fremdes, will auf einmal Tabak haben und oh, guckt mal, da ist ja der verschollene Tabakbeutel. Das ist. Sorry, aber das. Nein, das würde keiner so richtig glauben. Well, I have to go now. I know a captain who's planning an expedition to Cape Cod. Captain Ahab's his name. He commanded the Pequod. He might need good harpooners. I'll tell him about you. Maybe. If you like, aye. I'm done here. It's time to leave. Ah, da. Okay. Patrick Cairns. Ein Harpunier und sein Tabakbeutel. Oh, es gehört ihm. Hm. Tabakbeutel beweist Schuld. Patrick Kearns hat bestätigt, dass der Tabakbeutel ihm gehört. Das beweist, dass er am Tatort war und damit auch, dass er der Täter ist. Tabakbeutel beweist Besuch. Patrick Kearns hat bestätigt, dass der Tabakbeutel ihm gehört. Das beweist, dass er am Tatort war und nicht notwendigerweise, dass er auch der Täter ist. Weil, stellt euch mal vor, ihr seid der Täter, habt euren Tabakbeutel dort vergessen. Ihr wisst es wahrscheinlich, weil ihr halt noch wisst, wann ihr den zuletzt benutzt habt und so. Und dann habt ihr den einfach so wieder und... Oh, warte mal, nee, das geht ja gar nicht. Ich meine, er hat ihn nicht gemocht. Aber ob das jetzt einfach der Grund war, ihn umzubringen, weil er John umgebracht hat und so ein Arsch war? Aber warum sollte er ihn besuchen? Ich denke mal nicht, dass er das ist, aber ich sag mal, er hatte Besuch. Also, dass der Besuch beweist. Ach, keine Ahnung. Ist halt schwierig zu sagen, ne? Es ist einfach... Oh, können wir noch mehr machen? Okay. Suche nach Wertpapieren. Ah, ne, das hatten wir eben schon. Das da, ne? Harmloser Flirt. Es ist bestätigt, dass Liam Hurtley mit Peter Carys Frau geflirtet und sich in sie verliebt hat. Allerdings ging das Ganze nicht über zärtliche, aber harmlose Gespräche und Briefe hinaus. Verzweifelte Eifersucht. Liam Hurtley hat Judith Carey so sehr geliebt, dass seine Eifersucht ihn dazu getrieben haben könnte, einen Mord zu begehen. Wartet mal. Ich muss mir kurz mal was anschauen. Ich kann dazu gerade noch nicht ganz so viel sagen. Beweise. Mhm. Das wollte ich nicht. Romantische Briefe. Romantische Briefe von Liam Hurtley und Judith Carey. Sie waren in einem kleinen Holzkästchen im Boden des Gartenschirms in Woodmansley versteckt. Moment. Was? Wie war nochmal sein Brief? Liam Hurtleys Brief. Ich habe sie gut versteckt, wie du mich gebeten hast. Aber ich bitte dich, überlege es dir. Ich und erinnere dich an unseren Schwur. Ich habe nichts Ehrenloses getan, für dass du mich. Hat mir das gelesen? Weiß ich gar nicht. Das ist kein harmloser Flirt. Ich denke mal, es das kann ich gar nicht so. Scheiße, ich wäre jetzt gerade lieber nochmal in der Situation bei der letzten Aufnahme und dann hatte ich das alles frisch gehabt. Ich kann das gerade nicht so genau sagen. Liam Hurtleys Verhältnis mit Judith Carey gibt ihm ein Motiv für den Mord an Peter Carey. Hurtleys Anwesenheit in Woodmansley in der Mordnacht geht auf seine Zuneigung für Judith Carey und die Tatsache zurück, dass er dort als Gärtner gearbeitet hat. Aber er hatte doch die Fußspuren unten bei dem Beet. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Unten bei dem Beet hatte er doch die...
Warum sollten da... Oh, ich möchte mich darüber jetzt... Oh, ich muss doch mal genau... Nein! Oh Mann, ich kann das gerade nicht. Ich möchte... Wo ist der Typ? Woodman's Lee? Nein! Bei Chapel Metzger? Nein, ich meine... Wiggins? Nein, nein. Hä, wo ist der denn? Liam Hurtley da. Ich habe der Polizei bereits mitgeteilt, dass ich nichts zu sagen habe. Sie sind nein, ich wollte ihn. Aber warum sollte er es so sehr verheimlichen? Ich will darüber noch gar nichts sagen, weil das ist gerade schwierig einzuschätzen, ob es jetzt einfach nur ein einfacher Flirt war. Also für sie war es ja einfach nichts. Sie hat ihn schon geliebt, aber sie wollte dann ihren Mann doch nicht betrügen. Moment.